Hallo Leute, herzlich willkommen zum weiteren Let's Play von Monster Hunter World Iceborne. Ja, ich habe im letzten Video angekündigt, dass ich einen Special Guest dabei habe, und zwar der Special Guest wird erst im nächsten Video dabei sein, weil es gab technische Probleme, sein Headset ist, will einfach nicht funktionieren, und wir wollen schon, dass wir halt diesen Special Guest halt hören. Und ja, somit machen wir sich alleine auf die Mission mit der Story weiter. Und dann muss ich aber wieder kurz die Waffe wechseln. Also ich werde mal die Mission starten, dass es einmal ladet. So Leute, Waffe gewechselt, ein paar Dekorationen habe ich angebracht, wie zum Beispiel das Knockout-Juwel, das Gadget gewechselt von Palico, und dann hätte ich gesagt, legen wir los. Hey. Bevor ich gegangen bin, gab mir mein Großvater dieses Fragment. Ich glaube, er hat es aus der neuen Welt mitgebracht. Ja, ich weiß. Die Regeln sagen nichts mitnehmen. Aber er wollte, dass ich... Partner, sag mir, warum glaubst du, verlassen Leute ihre Heimat und ihre Lieben? Wissen, dass sie vielleicht nie mehr nach Hause kommen. Ich frage mich, was sich mein Großvater dabei dachte, das Ding hier mitzunehmen. Er war ein sorgloser Mann, aber er nahm die Erforschung dieses Dings sehr wichtig. Letztendlich fand er nie heraus, was es ist. Warum hat er es mitgenommen? Warum ich? Vielleicht dachte er, sie erledigt das. Vor 40 Jahren scheiterte ihre Expedition. Und sie überließen es der nächsten Generation. Auf unseren Erfolg hoffend. Und jetzt sind wir hier, weil jemand an uns geglaubt hat. Und weißt du was? Wir scheitern nicht. Ich weiß es. Bereiten wir dich vor, Partner. Es gibt noch viel zu tun. Das war eine schöne Cutscene. Was könnte den Vulkaner in die Heimat der Ältesten geführt haben? So, was hast du mir da reingelegt? Aha! Kaltgetränk werde ich nicht brauchen, aber ich nehme es trotzdem mal mit. Sicht den Vulkaner, alles klar. Ich wollte eigentlich mit der Gewehrlanze spielen, aber die Gewehrlanze ist leider nur auf Seltenheit 8. Und da habe ich mir gedacht, das macht wenig Sinn, wenn ich mit einer schwächeren Waffe kämpfe, als wie mit einem Hammer. Weil, wegen Chancen halt. Nicht, dass uns der Vulkaner fertig macht. Nein, nein, bleib stehen! Da ist der Junge. Wow. So. Gleich einmal den Lebensrettermantel überziehen. Wo war denn da der Felsen? Da ist er. Bam.
Nein! Wenn schon, denn schon. Ungleich betäubt, das schmeckt mir richtig. Mantel ist aufgebraucht. Das heißt, wir wechseln gleich zum nächsten Mantel. Und jetzt probiere ich noch was. Und zwar die Vulkane zu mounten. Oder auch nicht. Nein! Ach komm schon! Einmal noch. Oder auch nicht. Das war unnötig. Egal. Erst noch eine Fußspur. So. Jetzt kann ich es benutzen. Das war knapp. Kann ich das schlittern? Nee. Hä? Ich treffe dich? Also mit dem Treffen habe ich gerade ziemlich wenig Glück. Gerade noch erwischt.
Ah, das war dumm. Jetzt ist die Vulkaner wütend. Oder der Vulkaner. Schnell schleifen. Zum Glück geht da auch die Katze los. Hilfe! Oh, ich bin gerade so stark konzentriert, tut mir leid, Leute. Nur ich will nicht verkacken. Ich glaube, ich habe Vulkan auch kaputt gemacht. Mach dreimal denselben Move. Die ganze Zeit dieses nach vorne speien und die ganze Zeit mit dem Schwanz hinstechen. Obwohl er ein ganz anderes Moveset hat, also mehr Moveset hat. Als nur das. Oha. Jetzt haben wir die Eispest auch noch. Adios. Nein.
Nein! Steh bitte auf! Der Spalt kommt hier durch. Du bist immer einen Schritt voraus. Wie damals. Aber du hast mir Hausaufgaben hinterlassen. Was ist? Der Jäger konnte Velkana zurück in die Hinterlande treiben, doch die Macht des Drachenältesten bleibt ungebrochen. Die vielleicht größte Gefahr steht noch bevor. Ja, der Velkana. Die ist gleich jetzt auch RIP. Die, was gerade da in die Schlucht reingefallen ist. Da jetzt alle hier sind, können wir ja anfangen. Erst einmal, wie geht es dir? Nur dank dir konnten wir den Velkana zurückschlagen. Ohne dich hätten wir, offen gesagt, keine Chance gehabt. Grandiose Arbeit. Nun, wo wir gerade vom Velkana sprechen, bleibt noch die Frage, wohin er sich zurückgezogen hat. Ausführen bitte. Gerne. Nach seinem, wenn ich so sagen darf, erschütternden Kampf mit den Top-Auswahlern hat der Velkana plötzlich seinen Panzer transformiert. Und hat sich fliegend in die Hinterlande zurückgezogen. Wir haben noch keine Ahnung, warum er sich verwandelt hat oder überhaupt in der Heimat der Ältesten gewesen ist. Das ist nur meine persönliche Ansicht. Aber ich glaube, der Velkana hat sich nicht zurückgezogen. Ich denke, er hat die Heimat der Ältesten verlassen, nachdem er erledigt hat, was er dort tun wollte. Was für einen Grund könnte ein Drachenältester aus einer arktischen Umgebung haben, zum ewigen Strom oder der Heimat der Ältesten zu reisen? Ich glaube, das könnte etwas mit der überraschenden Metamorphose seines äußeren Panzers zu tun haben. Was auch der Fall sein mag, wir müssen das weiter untersuchen. Eine letzte Sache noch. Dieser neu transformierte Velkana scheint unglaublich stark zu werden. Wenn wir nichts unternehmen, könnte Seliana bald in schrecklicher Gefahr sein. Ach, dann gibt es keine Zeit zu verschwenden. Feldteam, zurück in die Hinterlande und findet den Velkana. Versorgung, Technik, wir müssen unsere Verteidigung verstärken. Wir werden Waffenunterstützung von hier in Astera gewährleisten. Sei flink, aber vergiss nicht, jeder sorgfältige Schritt oder übereilte Fehler kann den Unterschied zwischen Erfolg und Fehlschlag machen. Das ist alles. Wegtreten. Ja! Wir müssen den Velkana finden. Lass uns eine Expedition in die Raureifweite unternehmen. Der Boss hat gesagt, dass er wegen etwas besorgt ist. Ich frage mich, was das ist. Das frage ich mich auch. Aber das werden wir erst nächstes Mal erfahren. Dieses Video wird ein wenig kurz sein, weil die anderen Videos waren immer so um den 40 bis 50 Minuten.
Ja, okay, eigentlich großteils waren es 50 Minuten. Ja, aber wir werden das Ganze nächstes Mal erleben mit dem lieben Stargast. Ich nenne ihn mal so. Ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr mich verfolgt habt, dann wisst ihr, wer das wahrscheinlich sein wird. Aber ich will nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen und falls ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich sehr über eine Bewertung und einen Kommentar freuen. Und ja, dann hätte ich gesagt, haut rein, bis zum nächsten Mal und Ciao!